Hallo meine lieben Gönjamins und willkommen zurück zu Super Luigi Galaxy. Im letzten Part haben wir in den Feuereruptionen über ein ganz cooles Thema geredet, und zwar über Skyward Sword HD. Und jetzt gibt's den Risikokometen und das wird übelst cringe. Ja, denn wir müssen mit einem einzigen Leben hier durchkommen, und wenn wir einmal Schaden fressen, ist das Ganze hier vorbei. Und deswegen muss ich mich hier vollkommen zusammenreißen, damit ich hier nicht direkt beim ersten Mal drauf gehe. Oder ich persönlich hoffe, dass ich es beim ersten Mal schaffe, aber es ist keine leichte Mission, hier mit einem einzigen Lebenspunkt durchzukommen und dabei natürlich nicht zu sterben. Das ist nicht leicht, sagen wir es so. Aber wir können es schaffen. Ja, aber wie gesagt, im letzten Part habe ich ein bisschen über Skyward Sword HD geredet. Also über Zelda Skyward Sword. Sollte hoffentlich klar sein, was ich damit gemeint habe, ja. Und ich war wirklich sehr zufrieden darüber, worüber ich geredet habe. Also ich will damit sagen, ich war sehr zufrieden damit, wie ich über das Thema geredet habe. Sehr neutral und, ja, was heißt neutral, aber also ich war sehr Fanboy-mäßig unterwegs. Dementsprechend war es nicht neutral, aber ich sag mal so, ich bin nicht ausfallend geworden, ja. Ich war ziemlich neutral dem ganzen Zelda Port gegenüber, ja. Ich habe nicht negativ geklungen. Dafür zwar sehr positiv, aber hey, so, ja, lasst mich doch, ja. Ich mag Skyward Sword, okay. Oh mein Gott, war das knapp. Wir hätten auch runterfallen können. Hui. Naja, und das große Problem ist halt, wenn wir hier sterben, dürfen wir nochmal alles von vorne machen. Und ich hoffe nicht, dass das passiert. Deswegen, wenn es da Gegner gibt, die Auge machen, direkt töten, die Schweine. Direkt töten. Komm her. Komm her. Weg mit dir. Okay, im Grunde, wir sind jetzt bei der vorletzten Stage. Wir müssen nur noch die ganzen Stern-Dingenskirchen sammeln. Und wenn wir das geschafft haben, können wir eigentlich schon zum letzten Bereich kommen. Und da hängt es da ein bisschen vom Gönjamin ab, ob wir verrecken oder nicht. Weil ich bin damals als Kind hier sehr oft verreckt. Also ich musste das Level als Kind öfters spielen und auch gerade diesen Bereich hier öfters spielen, damit ich das Level letztendlich mit einem Lebenspunkt schaffe, weil es hier, wie gesagt, einige Stellen gibt, an denen man unglücklich verrecken kann, sagen wir es so. Aber wir hoffen, dass es nicht passiert. Weil wenn ich jetzt hier sterbe, ist meine Demotivation so auf einem krassen, hohen Level. Naja, weil ganz einfach, so, wir müssen dann nochmal alles von vorne machen und da habe ich gar keinen Bock drauf. Das war knapp. Deswegen will ich mich hier auch ein bisschen konzentrieren. Hä, der ist respawned? Was soll das denn? Habt ihr das gesehen? Der ist einfach respawned. So, ich bin einen Schritt zurückgegangen und der ist einfach weggegangen. Hä, das macht keinen Sinn. So, der ist gar... Das, habt ihr das gesehen? Habt ihr gesehen, was ich meine? Das war einfach so, dieser Rollfelsen, der ist kurz rausgerutscht. Der wollte gerade schon so rauskommen. Der ist gerade schon so rausgekitzelt. Ja, und dann habt ihr ja gesehen, was los war, ne? Dann ist er irgendwie despawned, ich kam wieder einen Schritt näher und ja, dann hat sich der Kreis halt eben geschlossen, ne? Ja! Wir haben es! Aber das, was war das? Oder habe ich mich nur verguckt? Ich bin mir nicht ganz sicher, was das gerade eben gewesen ist. Warum der Rollfelsen kurz rausgeguckt hat, kurz runtergefahren ist, dann bin ich einen Schritt zurückgegangen, weil ich halt dachte, okay, komm, wir warten da kurz, ne? Weil, ja, muss los, Bruder. Und dann ist er despawned. Und dann auf einmal kam er wieder raus. Richtig komisch. Ist mir noch nie aufgefallen. Aber da muss ich mir auch mal auf die Schulter klopfen. Das hat der Kai aber gut gemacht. Und wir kommen zum letzten regulären Stern im Spiel. Bevor es dann mit den ganzen lila Münzen weitergeht. Mit den Luigi-Sternen. Mit diesen ganzen Challenge-Galaxien. Galaxien, man kennt's, Alter. Mit den ganzen Challenge-Galaxien und, yo. Da gucken wir mal, ne? Mal schauen, ob ich's dahingehend auch noch schaffe, 5 bis 6 Sterne in einem Part zu holen. Mal sehen. Also ich bin ja momentan immer noch sehr, sehr gut unterwegs und so. Hole immer mindestens 5 Sterne pro Part. Im letzten Part waren es 6. Und das, obwohl man eigentlich meinen müsste, dass die, ich sag mal, letzten Galaxien von Mario Galaxy schwer und lang sind. Aber da merke ich gerade nicht viel von, ehrlich gesagt. Aber gut, dann ist das halt eben so, Bruts. So, und ich merke, ich werde gerade wieder ein bisschen zu on-topic, Alter. Das gefällt mir gar nicht. Ich muss ein bisschen mehr auf Off-Topic gehen. Lasst uns heute mal so ein bisschen über Mario Kart Tour reden. Ja, moinsen. Ja, ihr wisst, Mario Kart Tour ist ja der nächste, in Anführungsstrichen,
Mario Kart-Ableger, wenn man das wirklich ganz übertrieben sagen möchte. Es ist einfach, ja, das nächste Mario Kart-Spiel, das rauskommen wird. Viele wünschen sich ja Mario Kart 9, aber Jungs, Mädels, darauf könnt ihr noch ein bisschen länger warten. Denn zuerst mal möchte Nintendo nämlich Mario Kart Tour auf die Mobile-Geräte rausbringen. Also iOS und Android und mal schauen, vielleicht sogar auf der Switch, man weiß es nicht. Fände ich auf jeden Fall ziemlich cool, wenn es so werden würde, dass man sagt, hey, die Switch ist ja auch eine Mobile-Konsole, dementsprechend kann man auch Mario Kart Tour auf der Switch spielen. Das wäre cool. Ja, darüber kann man heute noch ein bisschen länger philosophieren, meine Bruts. Dabei wissen wir aber noch gar nicht so viel über Mario Kart Tour, ehrlich gesagt, ne? Wir wissen eigentlich gar nichts, wenn man mal so ehrlich ist. Okay, gar nichts ist übertrieben, aber wir wissen halt, wir wissen wenig über das Spiel. Sagen wir es so. Also wir wissen halt nicht, wie das Spiel grafisch aussieht, wie das Gameplay sein wird. Wir wissen halt nur, okay, es kommt noch in diesem Fiskaljahr raus. Also spätestens bis März nächsten Jahres, bis März 2019. Und dementsprechend ist das alles, was wir halt über das Spiel wissen. Und das finde ich sehr schade, meine Bruts. Und ich sage momentan viel zu häufig das Wort Bruts. Es tut mir leid, Alter. Aber ich mag das Wort. Ich finde es cool. Ja, und sonst, ich glaube, mehr habe ich auch zu Mario Kart nicht zu erzählen. Es kommt noch in diesem Fiskaljahr raus. Es wird auf Mobile-Geräte kommen und mehr wissen wir nicht. Es gibt halt nur dieses Logo, aber wenn man sich jetzt mal den Titel vergegenwärtigt, Mario Kart Tour, was kann denn das heißen? Na, im Prinzip kann man sich das Ganze vielleicht so vorstellen. Ja, obwohl es klingt vielleicht übertrieben, aber stellt euch das mal vor, Mario Kart im Sinne von Pokémon Go. Und deswegen ja auch Tour. Tour heißt ja, dass man halt in allen möglichen Lebensbereichen oder ich sag mal so. Meine Güte, ist das ein Cringe-Stern. Jedenfalls das Wort Tour. Ich weiß nicht so ganz, ob man sich das Ganze so ein bisschen in Virtual Reality vorstellen kann. Oder in Augmented Reality. Augmented passt besser. Wie man sich zum Beispiel Pokémon Go vorstellt, ja. Das ist ja auch ein Spiel, das Augmented Reality beherrscht. Und wenn ich mir sage, hey, Mario Kart Tour, das heißt, man kann Touren fahren, man kann Touren machen. Aber inwiefern das Wort Touren da reinpasst in den Titel, das kann ich nicht so genau sagen. Und wir sind mit allem fertig. Ja, moinsen. Vielleicht ist es so, dass man es sich wirklich so Augmented Reality-mäßig vorstellen kann, dass das Spiel halt wirklich mit Augmented Reality-Möglichkeiten daherkommt. Nur wie genau, das kann ich euch nicht sagen. Es ist wirklich schwer zu beschreiben. Übrigens, Rosalina hat mir einen Vortrag gehalten und so und das habe ich natürlich geskippt, weil man kennt's. Vielleicht liege ich aber auch vollkommen falsch und das Spiel geht gar nicht auf Augmented Reality, sondern ist halt ein völlig normales Mario Kart in 3D mit... Stellt euch mal vor, Mario Kart Tour wäre ein vollkommen normales Mario Kart, wie man es sich auf allen Konsolen vorstellen kann. So wie zum Beispiel Mario Kart Wii, Mario Kart 8, Mario Kart 7 und so weiter. Wenn Nintendo sehr unkreativ ist, aber was heißt unkreativ? Aber sagen wir mal so, wenn Nintendo langweilig ist, machen sie einfach nur ein standardmäßiges Mario Kart, das sich Mario Kart Tour nennt und das bringen sie auf Mobile-Geräte, um auch ein Mario Kart-Titel für Mobile-Geräte abzudecken. Nur ob das wirklich so sein wird, das kann ich ihnen nicht sagen. Im Grunde kann es alles sein. Ich meine, Mario Kart Tour ist ja auch schon seit, ich glaube, einem halben Jahr angekündigt worden. Also ich sag mal so, das Spiel existiert in den Gedanken der Menschen schon seit mehr als einem halben Jahr. Und ich denke nicht, dass Nintendo da erst mit den Entwicklungsarbeiten angefangen hat. Dementsprechend dürfte sich das Spiel schon sehr lange in der Entwicklung finden. Und ich sag mal so, wenn sie jetzt einfach nur ein alles Mario Kart auf eine Mobile-Konsole bringen, ich denke nicht, dass man da so lange zum Entwickeln braucht. Deswegen denke ich mir schon, dass man da irgendwas Besonderes draus zaubert. Nur was genau, das wird sich zeigen. Also ich bin mir momentan nicht mal mehr sicher, ob es überhaupt ein normales Mario Kart wird. Oder ob es sich dabei vielleicht sogar um etwas handeln kann, das sich, naja, 2D-Mario Kart schimpft oder... Ich habe keine Ahnung, wirklich. Ich habe keinen Plan, was uns dahingehend Nintendo vorsetzt. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, um was es dabei gehen wird. Es kann halt, wie gesagt, im Grunde alles sein. Es kann ein 2D-Racer sein. Es kann ein Augmented-Reality-Spiel sein. Es kann ein 3D-Racer sein. Im Grunde kann alles damit passieren. Nur was genau, das wird man dann sehen, wenn Nintendo Mario Kart Tour... Oh, die Steuerung backt wieder so rum, ne? Das ist auch so ein Kritikpunkt an Mario Galaxy, den man wirklich nicht verstecken kann, den auch Fanboys nicht verstecken können, dass aufgrund dieser ganzen Perspektiven hier die Steuerung manchmal sowas von rumspackt. Es ist nicht normal. Aber gut, Brudingos,
Wie gesagt, was uns Nintendo da vorsetzt, das werden wir im Laufe des Fiskaljahres sehen. Hoffentlich noch im Laufe diesen Jahres. Ich denke, dass das Spiel sogar dieses Jahr kommen kann, weil ich glaube, dass Nintendo dieses Jahr noch kein Mobile-Spiel rausgehauen hat. Kann das sein? Da lässt sich Nintendo momentan sehr lumpen mit den Mobile-Games, nachdem sie gesagt haben, sie wollen so viele Mobile-Games auf mobile Endgeräte bringen. Zelda, Mario Kart Tour und noch vieles mehr. So, aber ganz kurz Real Talk Time, Brudingos. Real Rap. Wir müssen, glaube ich, ein paar Luigi-Missionen machen, weil die lila Kometen noch nicht aufgetaucht sind. Aber ich hoffe, dass der gute Todd uns hier noch ein paar, Luigi-Briefe zukommen lässt. So, Brutz, ich glaube, es gibt hier für den Anfang erstmal keine weiteren Sterne zu holen, außer der Möglichkeit, mit dem zu sprechen und, ja, bis auf die Möglichkeit, bei ihm noch einen Stern zu holen, weil Luigi macht's ja so, dass er an Todd Briefe schickt, die ich dann bei Todd abholen kann, damit ich halt in die verschiedenen Level gehen kann, um Luigi zu finden und so, damit er mir den Stern geben kann. Aber diese Level tauchen nicht auf, beziehungsweise diese Briefe tauchen nicht auf. Ich bekomme nicht die Möglichkeit dazu, diese Briefe zu bekommen, um Luigi in den Leveln zu besuchen, um die Sterne zu kriegen. Wahrscheinlich, weil ich noch nicht gegen Bowser gekämpft habe. Und die lila Kometen tauchen auch nicht auf. Wahrscheinlich, weil ich noch nicht gegen Bowser gekämpft habe. Ich dachte, okay, mit dem roten Haus, da wird es passieren, dass die lila Kometen kommen, aber scheinbar kommt da nichts. Und das ist gerade so die einzige Möglichkeit, wie ich heute noch irgendwie einen Stern bekommen kann. Und ja, das ist halt ein bisschen bitter. Und der will nur 1200 haben? So wenig? Jungs, ich habe voll viel gefarmt. Was ist los bei dir, Mann? Ich war so 20 Minuten in diesem Kack-Klebekokon-Level und habe mir da 1500 an feinstem Sternenstaub gefarmt. Ja. Aber dann ist mir aufgefallen, hey, das ist ja gar nicht nötig. Der braucht nur 1200. Ja, moin! Aber egal, dann ist das der letzte Stern für heute. Dann haben wir heute mal nicht 5 Sterne geholt. Okay, der große Schock für uns. Du hast nur 4 Sterne geholt. Schäm dich! Und es ist der Stern, ja, der mir noch gefehlt hat, ne? Rasakönig aus der Geisterstraße. Ja, schön. Aber ja, was für ein Skandal. Kai hat heute nur 4 Sterne gesammelt. Aber man muss sich ja auch mal irgendwann den verdienten frühen Feierabend gönnen, ne? Das ist übrigens gerade der dritte Part, den ich hintereinander aufnehme. So, let's go, Alter. Ja, aber das ist der dritte Part, den ich nacheinander aufnehme. Und ich muss wirklich sagen, Gönjamin. Gibt es nicht die Möglichkeit, irgendwie noch schneller zu sein als er? Weil ich habe das Gefühl, er ist schneller als wir. Das macht auch keinen Sinn, Jungs. Okay, aber mit den ganzen Münzen, die wir einsammeln, können wir halt eben diese Turbinen aktivieren und dann sind wir schneller als der Buhu. Und nochmal, als ob der so kurz vor uns ist, Mann. Ihr seht, ne? Ich kann nichts dagegen machen. Und dann haut sich Luigi gegen die Wand. Kann ich nichts gegen machen. Okay, wenn man halt quasi immer wieder schüttelt und sich unsichtbar werden lässt, bekommt Luigi einen kleinen Schub. Also dann lässt er sich leichter fallen und ja, man ist halt auf dem Weg nach unten schneller und so. Aber trotzdem, hätte man gerade eben gönnen können. Und vor allem, wie undankbar Luigi gerade eben auch gegen die Wand gefahren ist, obwohl ich nicht mal ganz dran war. Macht keinen Sinn, aber egal. Brudingos, beim nächsten Mal machen wir das große Finale bei Bowser, weil wir müssen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Kein Plan. So, mir fallen jetzt keine weiteren Sterne mehr ein, die ich holen kann, weil, wie gesagt, Todd gibt mir keine Briefe von Luigi in die Hand, wodurch ich halt Luigi suchen kann und da auch nochmal ein paar Sterne sammeln kann. Ach, jetzt auf einmal doch. Leck mich. Ich weiß nicht genau, warum jetzt auf einmal der Brief kam. Wahrscheinlich, weil ich es angesprochen habe und so. Ihr kennt, ne, das Kai'sche Pech. Man kennt's. Aber gut, schließen wir das Mario Kart Tour Thema mal ein bisschen ab. Wir wissen nicht viel, wir wissen nur, das Spiel erscheint in diesem Fiskaljahr auf Mobile-Geräten und ob es jetzt letztendlich ein 3D-Racer werden wird oder ein 2D-Racer, wissen wir nicht. Ich meine, auch der Begriff Tour ist an sich ja auch ziemlich, ich sag mal, dehnbar, ne? Es ist ein dehnbarer Begriff, weil man weiß halt eben überhaupt nicht, was man damit anfangen soll. Ist es eine Tour im Sinne von, hey, es gibt mehrere Cups und diese Cups sind die Tour? Oder wie ist das? Oder bedeutet Tour, dass es so wie die Tour de France ist, dass es irgendwie Abschnitte gibt oder so? Wie ist das? Ich weiß es nicht. Da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein. Und ich bin auch gespannt darauf, ob es auch eine Switch-Version geben wird. Aber, schauen wir mal.
abwegig finde ich es nicht, aber man muss schauen. Ich meine, selbst wenn zu Mario Kart Tour eine Switch-Version rauskommt, hätte es auch eigentlich längst zu Super Mario Run eine Switch-Version geben müssen, zu Pokémon Go, zu Fire Emblem Heroes, kam aber bisher nicht. Aber gut, was denkt ihr denn von Mario Kart Tour? Denkt ihr, es kommt noch in diesem Fiskaljahr raus und was könnt ihr euch darunter vorstellen? Das ist die Frage des Tages. Schreibt es in die Kommentare, vielleicht wisst ihr ja mehr, vielleicht habt ihr ja unter dem Begriff Tour mehr Kreativität als ich. Wir werden es sehen. Brudingos, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr von Super Luigi Galaxy sehen wollt, dann lasst ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Haut rein und ciao.